Ja, in dieser Ratsperiode, mein schönster Erfolg eigentlich, der war in der Bezirksvertretung. In der Bezirksvertretung 3, wo ich erster stellvertretender Bezirksvorsteher noch bin, haben wir mit Beginn der Periode eingeführt das sogenannte Bürgerforum. Das heißt, die Bezirksvertretung verzichtet auf zwei ihrer Sitzungen im Jahr und lädt dann zu einem bestimmten Thema Bürgerinnen und Bürger ein, um dann Stellung zu nehmen. Mit den Worten, ihr habt das Wort. Sind Sie, meine Damen und Herren, dann dort gefragt? Das ist Bürgerbeteiligung, wie wir uns Grüne das vorstellen. Das negativste Ergebnis wird mir auf dem Schild jetzt hier präsentiert, die Frage. Ja, ganz eindeutig, das ist der Rat, und zwar ja, fast in Gänze. Also ich war total überrascht, wie negativ manchmal die Stimmung da ist. Eigentlich heißt der Rat beraten. Man soll zusammen zu einem Ergebnis kommen. Aber ich stelle da so manchmal fest, dass der Rat hier eigentlich gar nicht Rat heißen sollte, sondern Hau, weil es nur darum geht, sich gegenseitig eins auszuwischen, statt konstruktiv zu arbeiten. Das haben wir bei uns in der Bezirksvertretung anders. Manchmal funktioniert es auch. Manche Ziele kommen tatsächlich durch und es wird gemeinsam was hinbekommen. Aber das ist eigentlich das schlimmste Erlebnis oder sagen wir mal das schlechteste Erlebnis, was ich hier in dieser Ratsperiode hatte. Ja, also ich wünsche mir erstmal, dass ich natürlich wieder in den Rat komme, denn da habe ich ein paar bestimmte Ziele, die ich sehr gerne umsetzen würde. Das ist auch im Wahlprogramm aufgenommen worden. In meiner Arbeit im Integrationsausschuss hat sich herausgestellt, dass wir doch sehr, sehr, sehr viel Handlungsbedarf haben, was junge Menschen betrifft, Jugendliche und junge Erwachsene. Und die gilt es für meine Begriffe weiter an die Hand zu nehmen und unter anderem auch zu qualifizieren, um in den Übergang, im Bereich Übergangsschule, Beruf, dann eine Lehrstelle zu bekommen. Das Schlagwort heißt Qualifizierung zur Ausbildungsreife. Das gibt es in Deutschland noch gar nicht so weit. Hier könnte Düsseldorf tatsächlich auch mal wieder einen Schritt weiter nach vorne tun und wir viel, viel, viel für die Menschen erreichen. Aber es gibt noch unheimlich viel zu tun. Nicht nur das, ganz viele kleinteilige Aufgaben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.